heute bei Wer weiß denn sowas? Unsere Gäste Wolfgang Stumpf und Gunther Emmerlich. Und natürlich auch unsere Teamkapitäne sind dabei. Bernhard und Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wer weiß denn sowas? Die Stammzuschauer unter Ihnen sind jetzt sicherlich schon mal ein bisschen verwirrt, warum wir hier stehen. Normalerweise sitzen wir ja am Anfang der Sendung immer. Das ist alles leicht zu erklären. Heute ist alles anders. Wussten Sie eigentlich das? Das ist die spannendste Information des Tages. Wussten Sie eigentlich das? Unsere beiden Teamkapitäne heute zusammenspielen gegen unsere beiden Gäste, gegen Wolfgang und Gunther Emmerlich. Das ist eine spontane Verabredung gewesen, die wir gestern getroffen haben. Ihr wart ja gestern in der Sendung auch schon mal zu Gast. Ja, und da gab es eine Konstellation. Ja, und dann haben wir plötzlich gesagt, aus einem Übermut heraus, ja, habt ihr sie herausgefordert. Und heute ist es soweit. Ja. Erstmalig und einmalig, muss ich dazu sagen, wird es nie wieder geben. Einmalig spielen die beiden zusammen. Seid ihr bereit? Wir sind bereit und ich bin froh, dass das eine Live-Sendung ist. Als ich meiner Frau das am Telefon gestern gesagt habe, hat sie gesagt, das wissen wir nicht, weiß machen, dass du morgen noch eine Sendung machst. Ja. Also, aber ja, genau, jetzt kein Zettel mitbringen. Es gibt eine Videoentschuldigung. Ja. Ne? Also genau. Ihr dürft Platz nehmen, ihr natürlich auch. Ja. Ja. Die Anfangskamera ist da vorne. Die rechte. Seien Sie bitte nicht irritiert, meine Damen und Herren. Wolfgang und Gunther bleiben natürlich quasi das Team Elton. Ne? Also wir haben jetzt nicht das ganze Studio umdekoriert, deswegen, weil es eben eine einmalige Aktion ist. Aber wir gucken jetzt natürlich auf die Publikumsverteilung. Okay. Was macht ihr? Was ich immer mit meinen Gästen mache, ich biete den Traubenzucker an, gleich kommt ein Tee, ich spüre eine hohe Nervosität bei euch. Ja. Wir können nur verlieren jetzt. Ja, ja, genau. Weil wenn ihr heute verliert, dann müssen wir ja quasi über eine Neubesetzung der Teamkapitäne nachdenken. Ja? Dann müssen wir doch umbauen hier. Ja? Also, unser Studiopublikum wusste natürlich im Vorfeld der Sendung das, was heute hier passiert und hat sich natürlich auch in diesem Wissen heute hier auf unseren beiden Tribünen verteilt. Hinter Bernhard und Elton sitzen 69 Gäste. Geiles Gefühl, oder? Und hinter Wolfgang Stumpf und Gunther Emmerlich 49. Und ich sag mal so, da haben schon weniger gesessen, als Elton auf seiner Seite war. Ja? Also insofern, es ist angerichtet und wir sind gespannt. Natürlich haben wir 12 Kategorien auch heute wieder auf unserer Wand. Die Kategorien heute sind Einspruch, andere Länder, andere Sitten, im Grünen, deutsche Sprache, tierisch, tierisch, damals, was wäre wenn, Legenden, Essen und Trinken, Entdecker, Straßenverkehr und das Fragezeichen. Die Regeln besagen, das Team, das mehr Gäste hinter sich versammelt hat, beginnt. Das ist heute das Team Teamkapitäne. Ja. So. Nee, er ist Teamkapitän, er muss sich entscheiden. Ja, er sitzt auf seiner Seite. Ihr seid gleichberechtigt. Ich habe heute die einmalige Gelegenheit, Essen und Trinken zu wählen, ohne schlechtes Gewissen. Und ohne Ärger zu kriegen. Ohne Ärger zu kriegen. Darum nehmen wir Essen und Trinken. Ja. Also es bleibt dabei auch heute jede richtige Antwort. 500 Euro. Und ein Publikumsjoker ist auch dabei. Die erste Frage. Wie lassen sich Stachelbeeren trotz ihrer dicken Schale beschwerdefrei genießen? Schälen. A. In etwas Wasser dünsten, B. Auf den Boden werfen oder C. Neben Erdbeeren lagern? Ach nee, das bist ja du. Ich habe keine Ahnung, das bin ich. Das bin ich. Also pass auf. Ich bin ein bisschen für A. Ich bin irgendwie auch für A. Man würde sie in etwas Wasser dünsten, dann die dicke Schale wird dann, entweder kriegt sie Mikrorisse oder aber sie weicht einfach auf, weil aufgrund der Temperatur von außen flüssiger reingeht, oder? Ja, wenn du was kochst. Ihr seid ja nicht mehr zwingend die Generation Eingekochtes oder Marmelade kochen. Hm? Nee, aber wenn du was dünstest. Aber ich habe letztens die alte Einmachgläser im Keller meiner Eltern gefunden, die bestimmt 20, 30 Jahre alt waren. Und ein paar mussten, also waren nicht mehr so genießbar, aber die anderen, die Mirabellen, waren der Hammer. War wirklich lecker. Also ja, wenn die dicht sind, dann. Super. Das kann ich nur jedem empfehlen, der die nächsten 20 Jahre Platz im Keller hat. Ach, ich dachte mal, im Keller deiner Eltern vorbeizukommen. Da war ich zuerst.
Also wir nehmen A für den Wasserdünsten. Also dünsten, ja, dann platzt die Haut auf, würde ich auch sagen, das wird eh alles weich. Vielleicht wenn du was dünstest, so abziehen. Wenn du was dünstest, wird eh doch alles weich. Auch wenn du, egal, ob du Tomaten, glaube ich, auch mit Wasser, dann geht die Haut doch auch auf. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Loggen wir ein. Und die Hausfrauen unter Ihnen sind eventuell da durchaus wissend auf diesem Gebiet. Stachelbeeren enthalten nicht nur viel Vitamin C, sondern sorgen auch für eine gesunde Verdauung. Das liegt am enthaltenen Pektin, einem Ballaststoff. Doch die relativ harte Schale kann jemandem mit empfindlichen Magen Beschwerden bereiten. Um auf die Stachelbeere trotzdem nicht verzichten zu müssen, hilft ein kleiner Trick. Das Dünsten der Frucht in etwas Wasser macht die Schale weicher und bekömmlicher. Die ersten 5 Euro. Ich glaube, die spüren gerade eine gewisse Erleichterung. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, aber ihr könnt heute ja nur gewinnen. Ich habe die Antwort noch verhindern wollen, aber Sie sind dabei geblieben. Wir gewinnen ja alle an Erfahrung und Wissen. Ja, also nehmen wir Legenden. Ne? Ja. Oh. Wir nehmen Legenden, ja. Ja. In Anlehnung an unsere Gegner. Ja. Welches Ereignis im Leben von Muhammad Ali kann als Start seiner Boxkarriere gesehen werden? A. Ihm wurde sein Fahrrad gestohlen. B. Sein Limonadenstand wurde ausgeraubt. Oder C. Er verlor eine Rauferei gegen seine kleine Schwester. Also, da ich ihn das erste Mal zur Kenntnis nahm, das war 1960, da wurde er Olympiasieger in Rom. Mhm. Aber da hat er schon geboxt. Das ist ja nicht gefragt. Hast du eine Idee? Ihr seid ja beide denke, B. Denke ich, aber wegen der Ich habe gestern mit B hier schon mal kein Glück gehabt. Ich hatte da drüben getippt auf B. Sein Limonadenstand, der wurde aber sehr, mit sehr jungem Alter wurde er Olympiasieger. Ich glaube nicht, dass er da schon einen Limonadenstand gehabt hat. Also ja, ich denke würde auch C mit der Begründung des Alters und das, ob der schon einen eigenen Limonaden, es ist ein eigener, sein, ja, das glaube ich nicht, dass der mit 13 Limonaden Das steigert auch den Ehrgeiz eines jungen Mannes, wenn er gegen seine kleinere Schwester. Aber das zu begründen, das war er mit ihr und deswegen will ich Boxer werden. Muss tief gesessen ist haben. Also ganz von hinten, ja. Aber so sind doch die Antworten meistens hier in dieser Sendung. Ja. Was ist dein Gefühl, Wolfgang? B. Ist gut, ja? Du bist der Jüngere, ich gebe nach. Ja, wir könnten in der gleichen Klasse gesessen haben, wenn du sitzen wenn ich zweimal sitzen gegeben wäre. Ja. Also, B soll es sein? Ja, gut. B loggen wir ein und wir schauen natürlich sofort. Wegen der Schwester. Muhammad Ali wurde im Jahre 1942 als Cassius Marcellus Clay Jr. in Louisville, Kentucky geboren. Eine Boxkarriere war da noch in weiter Ferne. Sein erstes Boxtraining erhielt er im Alter von 12 Jahren. Anlass dafür war, laut Alis Biografie, tatsächlich der Diebstahl seines neuen Fahrrads. Denn als er diesen meldete und schimpfte, er wolle den Dieb verprügeln, entgegnete ihm der Polizist, er solle doch erst mal in einem Boxzentrum das Kämpfen lernen. Es war der Anfang einer großen Karriere. Oh. Aber. Wir hätten beide nicht recht gehabt. Wir haben es schon so oft hier erlebt. Nein, kein. Hinten wird die Ente fett. Ja, ja. Richtig. Also erstmal abwarten, wie es weitergeht. So, ich hatte mein Thema schon, jetzt bist du dran. Ja, ich bin natürlich Entdecker, ne? Ist neue Kategorie, habe ich noch nie gehabt, finde ich spannend. Würde ich gerne nehmen. Dann machen wir. Okay. Wir nehmen Entdecker. Am 23. Januar 1960 erreichten Jacques Piccard und Don Walsh am Steuer der Trieste die tiefste Stelle der Weltmeere, als erste den Nordpol mit einem Kettenfahrzeug oder den Weltrekord im Langstreckensegelflug. Ist Piccard nicht von der Enterprise? Warum ist da jetzt nicht Weltraum dabei? Das war Jean-Luc. Ach so, Jean-Luc Piccard. Jean-Luc Piccard und Donald am Steuer. Also ich glaube. Don Walsh am Steuer der Trieste. Also den Weltrekord im Langstreckensegelflug. Ich glaube, es war A. Die tiefste Stelle der Weltmeere, den Marianengraben, haben die da das allererste Mal erreicht. Oder war das in den 70ern? Das kann natürlich auch sein, dass das. Also B würde ich erstmal ausschließen, weil ich glaube nicht, dass sie ihrem Kettenfahrzeug einen Namen geben. Trieste. Würdest du deinem Kettenfahrzeug einen Namen geben? Ja, also mein Ketka hieß.
Nein, das glaube ich stimmt, die hatten keine Namen. Deswegen entweder ist das wahrscheinlich ein Schiff, das A, oder so ein Langsegelflugzeug. Flugzeug, wenn die da zu zweit drinnen sitzen. Das kann natürlich Weltrekord im Langstreckensegelflug. Wann waren die das erste Mal da unten? Ach, du bist eben immer noch. Ich bin immer noch total bei A. Du meinst C, waren das Franzosen, die da runtergetaucht sind? Jacques Picard und Don Wolf. So, ich bin jetzt raus. Du bist jetzt aber du warst doch bei Weltrekord im Langstreckensegelflug. Ja. Jetzt weißt du mal, Bernhard, wie man sich normalerweise als Gast bei Elton fühlt. Ja. Hör auf. Hör auf. Pass auf. Pass auf. Ja. Den Weltrekord erreichst du nicht, den erlangst du. Oder den fliegst du. Ah. Du erreichst einen Ort. Einen Ort. Also ist es B. Ja, sonst würde es. Sonst erreicht. Ich hab gesagt. Nach einem Langstreckensegelflug im Weltrekord ihr Ziel. Also, ja, das stimmt. Ich würde nochmal auf A gehen. Dann nehmen wir A. Obwohl ich befürchte, dass es später war. Aber ich bin immer noch für A. Mhm. Mit einem Kettenfahrzeug. Nein. Ja, ja. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die beiden heute ein bisschen überzeugender agieren. Ja, nee. Am Morgen des 23. Januar 1960 begaben sich Jacques Picard und Don Walsh auf eine Mission. Sie wollten den tiefsten Punkt der Erde besuchen, 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel im pazifischen Marianengraben. Das verwendete U-Boot Trieste war eigens von Jacques Picard und seinem Vater gebaut worden. Nach 4 Stunden und 48 Minuten erreichte die Trieste den Boden des Ozeans in einer Tiefe von 10.916 Metern. Oh. Zweite Frage, zweite richtige Antwort. 1.000 Euro. So, jetzt hier. Hätte man auch gewusst, das hätte schon 250 Euro geben können. Ja. Das war der Philippinengraben, war das, hätte ich noch dazu sagen können. Ja. Aber ist jetzt auch alles zu spät. So, was nehmen wir denn? Wir kriegen ja solche Fragen nicht. Was nehmen wir, wie hatten wir gesagt? Im Grünen? Im Grünen sind Grünen sind meistens Gartenfragen. Ja. Gartenfragen, ja. Könnte man Schauspieler sollten die doch deutsche Sprache gut. Ja. Deutsche Sprache, ja, wir nehmen deutsche Sprache, komm. Ja. Da hatte ich auch schon mal kein Glück. Könnte was für euch sein. Worauf geht das Sprichwort einen Korb bekommen zurück? Wie weißt du wieder alles? Ja, das weiß ich. A. Der Korb wurde als Symbol für Armut an Türen gemalt. B. Liebhaber wurden im Korb vor dem Fenster hochgezogen. Oder C. Bei einer Vermählung wurden Geschenkkörbe vergeben. Einen Korb bekommen ist ja etwas Negatives. Mhm. Das ist so, wie wir es verstehen, ja. Ja, also der Korb wurde als Symbol für Armut an Türen von der Logik gemalt. Und bekommen, da wäre es B, bekommt den Liebhaber nach oben im Korb, also es wäre eine Logik. Mit der Liebe muss es was zu tun haben, denke ich, weil... kann man nicht falsch machen. Man sagt es ja immer in dem Zusammenhang. Mhm. Nicht? Ja. Was heißt das? Warte mal. Liebhaber, das letzte Mal hast du entschieden, das war falsch. Ja. Dann lass mich jetzt mal die falsche Entscheidung treffen. Genau, nehmen wir 10. Ne? Meinst du? Oder? Nee, du hast doch gerade was anderes gesagt. Ich würde B nehmen. Ja. Das hatte ich ja auch gemeint. Da haben wir beide falsch. Dann haben wir es beide falsch. Ja. So. Also, B loggen wir ein. Und hier kommt die Erklärung für den Ursprung dieser Redenswendung. Bereits im Mittelalter wurden Körbe gegeben. Die Fräulein waren erfinderisch, wenn es darum ging, einem Verehrer zu signalisieren, ob sein Werben erwünscht war oder nicht. Denn die Liebhaber wurden in Körben zum Fenster der Angebeteten hochgezogen. War sie des Liebesgeflüsters überdrüssig, präparierte sie den Boden des Korbs so, dass der Unglückliche herausfiel. Weniger schmerzhaft, dafür aber peinlich war die Variante, den Burschen auf halber Höhe baumeln zu lassen, zum Gespött der Allgemeinheit. Erste richtige Antwort für euch, 500 Euro. So. Ich bin ja immer so für Straßenverkehr. Ja, dann lass uns auf Straßenverkehren. Ja. Ja. Wenn Sie gerade zuschalten und sich wundern, meine Damen und Herren, es ist eine besondere Sendung heute, die sich aus der gestrigen spontan ergeben hat. Unsere beiden Teamkapitäne spielen erstmals zusammen.
Und Sie bekommen von mir folgende Frage gestellt. Was gilt laut StVO auf deutschen Straßen für Fahrradfahrer? A. Sie dürfen nicht nebeneinander fahren. B. Musik hören beim Fahrradfahren ist verboten. Oder C. Die Promillegrenze liegt bei 1,6 Promille. Nee, also C nicht. Die Promillegrenze ist... Du schließt C aus. Das ist total gut, weil ich schließe A und B aus. Promillegrenze liegt bei 1,6. Was heißt das? Bei 1,6 Promille Fahrradfahren wird dein Führerschein entzogen, ja, genau. Oder wie? Also du kannst deinen Führerschein verlieren, wenn du besoffen Fahrrad fährst. Ja, ja, das ist so, klar. Und die liegt nur sehr viel höher als beim Autofahren. Und früher war es ja 0,8 und das Doppelte davon ist 1,6. Erst bei 1,6? Erst bei 1,6 Promille. Wenn man dir das mal vorher... Dann könnte ich ja jeden Tag nach Hause fahren von hier aus. Ja, dann nehmen wir C. Wollt ihr das echt selber riskieren? Wir wollen selber riskieren. Ja? Ja. Okay, also ihr habt C eingeloggt. Und ich darf schon mal vorwegnehmen, das Verbot, nebeneinander herzufahren, gilt nur für die beiden Menschen, die gemeinsam auf einem Tandem sitzen. Der Promillewert für die absolute Fahruntüchtigkeit von Radfahrern liegt bei 1,6. Bei Überschreiten dieses Grenzwertes ist eine Teilnahme am Straßenverkehr verboten. Hier gilt, Fahrrad stehen lassen, sonst begeht man eine Straftat. Ist man alkoholbedingt in einen Unfall verwickelt oder treten Ausfallerscheinungen auf, riskiert man bereits ab 0,3 Promille eine Strafanzeige wegen Trunkenheit. Wer unter 1,6 Promille unauffällig fährt, muss keine Konsequenzen fürchten. Das ist das Entscheidende. 1.500 Euro. Weiß der Mann, der kein Alkohol trinkt. Genau. Aber wenn man eben weniger hat und trotzdem irgendwie missbaut, ne, dann wird man trotzdem belangt. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Das ist also total lustig. Bisher läuft es gut bei euch. 1.500 Euro, drei richtige Antworten bei euch. Es grün zu grün. Also jetzt im Grünen. Ja, blüht in Blühen. Okay. In Deutschland werden kaum noch Linsen angebaut, weil sie wegen der Erderwärmung schlecht wachsen, sie sich schlecht maschinell ernten lassen. Oder C, eine neu eingewanderte Käferart, regelmäßig die Ernte zerstört. Ich denke, wir haben hinter uns einige Hausfrauen sitzen, die da sicherlich eine gescheite Antwort wissen. Ja. Wollt ihr das Publikum nehmen? Ja, wir nehmen es bitte. Ja? Ihr könntet jetzt den Zuschauern noch irgendeine Idee mitgeben. Also wenn ihr irgendwas, könnt ihr ihnen noch was dazu sagen. Aber also, Linsen gibt es doch noch zu kaufen. Ja, ja, natürlich, klar. Und schmecken am besten süß-sauer. Ja. Aber die kommen eben nicht aus Deutschland, ne? Weil da werden sie ja kaum noch angebaut. Ja, die Frage ist nur, warum. Ja. Die werden ja wie Erbsen in einer Schote irgendwie sein, denke ich, oder? Ja. Aber das ist noch nicht die beantwortete Frage. Helfen Sie uns. Also bitte. Deutschland. Hm? Wer weiß es? Warum werden in Deutschland kaum noch Linsen angebaut? Wer hat überhaupt eine Ahnung, wie so eine Linsenpflanze aussieht, wie die Linse wächst? Wie die geerntet wird. Ob die konkav oder konvex sind. Mhm. Also es geht um Deutschland. Naja. Oh, offensichtlich. In Deutschland werden kaum noch Linsen angebaut. Weil. Sieht nicht so aus. Ist irgendjemand, der... Bei Ihnen jemand? Burgt ihr mit 2 Euro, Leute? Nein. Das sind ja mehr. Also von euch sagt keiner, will sich keiner trauen? Dann müsstet ihr es jetzt selber auszählen. Ja, ich würde dann... Dann ist es bei euch, also Publikumsjoker ist weiter weg. Ich auch. B. Ja, wir nehmen B. Wir waren uns vorhin schon mal einig und da hat es geklappt. Okay, also. Toi, toi, toi. Ihr habt den Publikumsjoker zwar jetzt vergeigt, aber... Ist weg. Back ist weg. Entscheidung ist gefallen. Ihr sagt, wir raten und tippen auf B. Vor rund 100 Jahren wurden Linsen deutlich häufiger in Deutschland angebaut als heute. Das Problem ist... Die feinen Ranken der Pflanze wachsen in Bodennähe. Viele ihrer Hülsen liegen deshalb direkt auf dem Erdreich und entgehen dort den Erntemaschinen. Lange Zeit wurde ihr Anbau in Deutschland nahezu völlig eingestellt. Stattdessen wurden sie preiswert aus Ländern wie Italien, Frankreich, USA oder Kanada importiert. In den vergangenen Jahren wurde die Linse in Deutschland im ökologischen Landbau wiederentdeckt. Aber B ist richtig! Ja, jawohl!
Das habt ihr neu gemacht. Die Art der Pflanze macht es zu schwierig. Ja, also deshalb, richtige Antwort, ihr steht bei 1.000 Euro. Das ist gefährlich. So, Gunther. Gunther, es läuft heute mit Wolfgang schon mal besser für dich als gestern mit Elton. Doppelt so gut. Ja? Doppelt so gut. Jetzt schon doppelt so gut. So, wie macht ihr weiter? Ich würde jetzt gerne damals nehmen. Du auch? Er ist Captain, was soll ich machen? Ach so. Nein, ihr seid natürlich gleichberechtigt. Ja, aber wir wechseln uns warum selber. Wurde das Kolosseum in Rom im Jahr 80 nach Christus unter Wasser gesetzt? Das ist eine Legende, glaube ich. Das ist eine Legende. Das ist eine Legende? Das ist eine Legende. Ja, bitte. Wollt weiter? Ihr schon antworten oder soll ich die Frage stellen? Ich dachte, weil da Wasserschlachten gemacht wurden, ja, auch. Aber er sagte gerade, das sind nur Legenden und Mythen, das gab es gar nicht. Aber bitte. Okay. Hier sind die Antwortmöglichkeiten. Ja. Um Statik und Stabilität zu testen, um eine Seeschlacht nachzustellen oder um einer Mäuseplage Herr zu werden. So, jetzt kommst du. So, jetzt komme ich. Also, Statik und Stabilität, ne. Um eine Seeschlacht nachzustellen. Es gab Kolossei, die wurden unter Wasser gesetzt, man hat Seeschlachten nachgestellt. Das hat man aber beim Kolosseum in Rom nicht gemacht, weil es unter dem Kolosseum total viele, quasi die Umkleideräume, ja, für die, da gab es total viele Räume, das würde überhaupt nicht, das hätte nicht funktioniert, weil das dann alles vollgelaufen wäre. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das eine Mäuseplage war. Du hast wahrscheinlich recht, weil das scheinbar nur einmal war. Die haben es einmal nur im Jahre 80 nach Christus unter Wasser gesetzt. Kann natürlich sein, sie haben es einmal gemacht, um eine Seeschlacht nachzustellen. Da haben sie aber gemerkt, das läuft alles nach unten. Ja, denn die Bauten haben sie nie wieder gemacht. Es geht nur mit U-Booten. Oder es gab nur einmal diese Mäuseplage und dann... Also, was wollt ihr einloggen? Ja, hier, der ist Chef. Im Moment. Ziehst dich da... Ich setze mich gleich um, dann kannst du hier hingehen und die Entscheidung treffen. Ja, aber das Bild kriegst du nicht so schnell abgebaut. Ja. Das ist leider richtig. Also, ich sage C. Du hättest B gesagt? Ich wäre trotzdem bei B geblieben, obwohl deine Erklärung natürlich bleib mit der Kamera lieber da. Ich möchte die Diskussion noch zu Ende verfolgen. Nur etwa 10 Jahre brauchten die Römer für den Bau des kolossalen Amphitheaters. 80 nach Christus stellte Kaiser Titus den Bau fertig. Ein Ereignis, das gebührend gefeiert wurde. 100 Tage lang dauerte das Eröffnungsfest, bei dem auch eine sogenannte Naumachie ausgerichtet wurde. Die Arena wurde bis auf eine Höhe von 1,5 Metern geflutet, um eine monumentale Seeschlacht nachzustellen. Oh, oh. Also, das war falsch. Sagen wir so, Mann, 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 das ist rot geworden. Da weiß ich einmal was und dann haust du mich auch noch hier, haust du mich in die Pfanne. Ey. Woher weiß ich denn, dass die da sind? Also es steht vielleicht gleich wieder unentschieden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, gleich zu ziehen. Wir haben uns gerade geeinigt auf andere Länder, andere Sitten. Das sind immer spannende Fragen. Die zu Großbritannien gehörenden Scilly-Inseln. Ach, die. Hm. A. Haben eine eigene Fußballliga mit 2 Teams. B. Dienen ausschließlich als Urlaubsresidenz für die Queen. Oder C. Bestehen zu 90% aus Golfplätzen. Ja, das müsste so in dieser inselreichen Gegend im Norden von Schottland sein. Da wird viel Golf gespielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, da oben ist es sehr stürmisch. Das ist die Queen. Und da regnet es ja noch mehr als in London. Da wird die Queen nicht hinfahren, bin ich ganz sicher. Da ist der Hut sofort voll. Ja. Da kann sie eine Seeschlacht in ihrem Hut nachspielen. Ist bis zum Rand gewonnen. Und eigene Fußballligen, es gibt Wales und es gibt England und Schottland und Nordirland. Das reicht ja. Das sind ja schon 4. Ja. 4 Ligen. Also ich würde auf C mich festlegen. Du auch, ja? Ja, unbedingt. Und ein einzelner Publikumsjoker hier. Ihr seid nicht allein offensichtlich mit der Meinung. Ja, aber es war ein bestätigendes Klatschen. Die Scilly-Inseln liegen ungefähr 40 Kilometer von Cornwall im äußersten Südwesten Englands und gehören zu Großbritannien. Die über 140 Inseln haben nur etwa 2300 Einwohner. Ihre Fußballliga ist die kleinste der Welt. Gespielt wird jeden Sonntag um 10:30 Uhr auf der größten Insel St. Mary's.
Gegenüber stehen sich die Garrison Gunners und die Woolpack Wanderers. Und das an jedem Spieltag, 16 Mal pro Saison. Denn die Liga besteht tatsächlich nur aus zwei Teams. Ja! Aber die kennen sich gut. Aber es ist doch gut, sowas zu wissen. Es ist ja schön, dass wir nicht dadurch zum Vorteil gekommen sind. Die Geschichte werdet ihr noch oft erzählen, das kann ich euch garantieren. Ja, es bleibt bei 1.000 Euro, ihr habt 1.500. Ja, es könnte wieder was dazukommen. Ich bin wieder dran. Ne? Ja, du bist dran. Ich nehme Was wäre wenn. Oh ja. Welche Erfindung wäre vermutlich anders konstruiert, wenn sie auf der Südhalbkugel erfunden worden wäre? Das ist ja geil. A, Auto, B, Taschenrechner oder C, Armbanduhr? Ja, klar. Klar? Ja, mach. Das kriegst du selber hin. Also, ich könnte mir, wenn nur Armbanduhr vorstellen, aber ich wüsste nicht warum. Wegen der Sonne. Wegen der Sonne? Ja, die erste Uhr war die Sonnenuhr. Ja. Und da war natürlich immer die Sonne im Süden. Ja. Und auf der Südhalbkugel ist halt genau andersrum. Da läuft die Sonne sogar in die andere. Moment. Bist du froh, dass du ab morgen wieder alleine spielen kannst? Ja, ein bisschen schon, ja. Aber verstehe ich nicht. Auf der Südhalbkugel läuft die Sonnenuhr nämlich andersrum. Das ist übrigens der Unterschied zwischen uns beiden. Er weiß es alles, beziehungsweise er denkt es zu wissen und erklärt es einfach. Mhm. Ich habe keine Ahnung, schließe aber irgendwas aus. Weil warum Auto, was hat das mit der Südhalbkugel zu tun? Genau, finde ich total, ja. Nee, deswegen bewegt ihr euch am meisten auch auf Augenhöhe. Auto kann ich mir nicht, das ist völlig egal, verstehe ich nicht. Taschenrechner? Was? Wieso Taschenrechner? Na ja, gut, der Taschenrechner ist vielleicht vom Abakus vorher, vielleicht gab es da irgendwas, aber das hat ja mit der Sonne alles nichts zu tun. Hä? Das sind all die Tasten alles gleich, was verstehe ich nicht, macht für mich keinen Sinn. Deswegen hätte ich auf Armbanduhr getippt, aber ich wüsste nicht warum. Aber wenn du mir das erklärst... Dann ist das, kann das ja nur logisch sein, dass es... Das ist doch eigentlich das Optimale. Wenn du zwei Antworten ausschließen kannst und er eine erklärt und das ist dann auch noch deckungsgleich... Ja. Dann kann es das nicht sein. Dann ist das eigentlich zu einfach. Wir nehmen C. Wir haben auch noch Wieso das entscheidest Publikum. Du das eigentlich? Wir haben eigentlich noch das ich muss das sagen. Ach so, das haben wir auch noch, stimmt. Das du, und wenn es nicht stimmt, können wir immer noch das Studio fluten und eine Seeschlacht nachspielen. Ja. Ne? Der Lauf der Sonne. Er war das Vorbild für die europäischen Uhrmacher im Mittelalter. Der Schatten einer Sonnenuhr wanderte genau wie die Sonne rechts herum. Und so ließ man auch die Uhrzeiger folgen. Auf der südlichen Halbkugel wandert die Sonne von rechts nach links. Und auch die Sonnenuhr geht andersrum. Daraus könnte man schließen, hätte man die Uhr zum Beispiel in Australien erfunden, dürften sich heute alle Zeiger andersrum bewegen. €2.000 auf eurem Konto. Heute. Ganz schönes Glückchen, oder? Ja, oder? Ne? Aber er hat das Lexikon erfunden. Ne? Ja. 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 Oder hat's, wenn er es nicht erfunden hat, hat er es auswendig gelernt. So ist es. Ja. Toll. Wunderbar, Kompliment. Ja. Ein Spruch, tierisch und das Fragezeichen haben wir noch. Und das Fragezeichen. Ja, nehmen wir das. Wir sind ja so ein Fragezeichen hier. Wer ein Formikarium besitzt, der hält sich Ameisen als Haustiere. B. Brennt darin seine Keramikkunstwerke oder C. Hat unterwegs immer einen Aschenbecher dabei? Also Keramik und Formen? Formikarium. Ameisen hält man nicht als Haustiere und Keramik. Die hat man einfach. Ja, die hat man. So was hat man. Brennt darin seine Keramik. Zwei haben ja nicht mal eine Uhr und man reden über Uhren. Guck mal. Formen. Das ist eine formidable Frage. Ja, Form, hat es mit der Form was zu tun oder Keramik? Kann man es da zusammenbringen? Also Ameisen schließen wir aus. Ja? Hier würde ich es vom Wort mit ableiten, aber Aschenbecher, formidable. Also ich würde nicht meinen, dass, nein. Dass ein... Wollen wir ein, B nehmen? Ein, ne? Wir nehmen B. Ja. Bei uns geht das schneller, wisst ihr? Wie wir es falsch machen. Ja. Ne? Das ist alles wie eine Frage der Überzeugung, die man hat. Ein Formikarium kann aus Gips, Gas, Betonstein, Sand oder einfach nur aus Erde bestehen.
In diesem legt sich die Formica, auf Deutsch Ameise, ihr Nest an. In der Arena wird gegessen und entsorgt. Und dazwischen gibt es zahlreiche Gänge. Die Ameisenkolonie wird in dieser besonderen Art von Terrarium gehalten, um die Insekten bei ihren täglichen Aufgaben gut beobachten zu können. Ah! Und ich habe wirklich gedacht, dass du eventuell drauf kommst, weil ich ja weiß, dass du aufmerksamer Zuschauer auch einer anderen Sendung bist, die ich gemeinsam mit deiner Tochter immer wieder am Sonntagabend habe. Kaum zu glauben, da gab es doch den Mann, der die Ameisen zu Hause hat, die teuersten der Welt. Aber das Wort fiel, glaube ich, nicht. Ne? Vielleicht nicht. Hättet ihr es gewusst? Ja. Ja, klar. Wir hatten sogar so ein Ding, und wenn die ihre Nester gebaut haben, hat man immer noch mal geschüttelt. Und dann mussten sie alles noch mal bauen. Nein, das war ein Spaß. Das habe ich nicht gemacht. Der Onkel macht nur Spaß. Er hat die Kinder geschüttelt, das ist okay, das kannst du sagen, aber nichts gegen Tiere. Jetzt sind bloß nicht tierisch. Ja. Ach, du hast die Kinder geschüttelt, die das Formicarium in der Hand hatten. Ja, genau. Jetzt habe ich es verstanden. So, wir haben noch zwei Kategorien. Ihr dürft noch einmal wählen und Gunther und Wolfgang kriegen dann die übrig bleibt. Egal. Also Einspruch oder tierisch? Einspruch. Wem gehört laut geltendem Recht das Grundwasser? A. Dem Grundstückseigentümer, B. der Allgemeinheit oder C. den örtlichen Wasserbetrieben? Also. Ich glaube auch. Dem Grundstückseigentümer glaube ich nicht. Das wäre relativ schwierig. Was ist denn, wenn ich bei mir abpumpe und es bei dir wegläuft? Das ist ungezogen. Naja, das Grundwasser hört ja nicht an der Grundstücksgrenze auf. Also da ist ja dann irgendwie eine Blase unten drunter. Ja. Ich pumpe das ab und bei dir wird es weniger. Ja. Dann kann es ja nicht, dann würde ich ja dein Wasser klauen. Ja, oder ich deins. Es ist ja dann unser Wasser, weil die Blase ja unter unseren beiden Häusern ist. Ja, aber deshalb kann es ja nicht dir gehören oder mir, sondern... Der Allgemeinheit. Zum Beispiel der Allgemeinheit. Da haben wir es doch. So, ich glaube, die örtlichen Wasserbetriebe haben nur das Recht, die Blase anzuzapfen und zu trinken. Wir nicht? Wir dürfen das nicht trinken dann? Ja, wir dürfen es trinken, stimmt. Das ist sehr albern von mir gewesen gerade. Ja. Aber es gehört ja allgemein... Ah, Moment, warte mal. Ich habe da mal einen Brunnen gebohrt. Und das hatte nichts mit den örtlichen Wasserbetrieben zu tun. Wo war das? Im Garten. Aus welchem Grund? Weil das zum Gartengießen viel günstiger ist, als das Wasser aus der Leitung zu nehmen. Du warst nicht auf der Suche nach anderen Rohstoffen oder so? Nein. Es war halt doof, weil wir die ersten 500 Liter Öl, die mussten wir so verkaufen. Aber die... Ich habe übrigens auch mal einen Brunnen gebaut. Ja? So Schokolade rein erwärmen. Und dann mit so Früchten. Das war total lecker. Also dann der Allgemeinheit. Aber wir fragen, wir haben ja auch das Publikum. Das ist die letzte Frage. Wir geben mit, die Allgemeinheit. Ich glaube, die Allgemeinheit, aber wir geben es ans. Wobei ich ein ganz kleines, ganz minimales noch für A bin. Ganz minimal. Du bist ein bisschen für A, aber okay. Vielleicht hat ja jemand praktische Erfahrungen gemacht. Ne? Vor. Oh. 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 Einer von den Wasserwerken. Nein, das ist schon ein Schiffrichter. Das hatte so ein bisschen was Drohendes, wie der Herr sich erhoben hat. Ja, so ein bisschen ja? Als wäre er nicht so ganz zufrieden mit euch. Ja? Hallo. Wie heißen Sie? Wolfgang. Hallo Wolfgang. Also Wolfgang, was sagen Sie? Ja, das Grundwasser gehört der Allgemeinheit. Also der B schalt... Nee, ich kann das so schlecht lesen. Ja, B war B die ist die Allgemeinheit. Ja. Den örtlichen Wasserbehörden gehört es nicht. Die sind nur beauftragt. Mhm. Das Wasser zu fördern. Das der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Das der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Okay, das klingt gut. Und schauen jetzt, ob das auch die richtige Antwort ist. Laut § 4 des Wasserhaushaltsgesetzes ist das Wasser eines fließenden oberirdischen Gewässers und Grundwasser nicht eigentumsfähig. Es ist damit ein Allgemeingut und als solches schützenswert. § 46 regelt die erlaubnisfreien Benutzungen des Grundwassers, zum Beispiel für den Haushalt, landwirtschaftlichen Hofbetrieb oder im Garten. Die jeweiligen Landeswassergesetze können aber die Nutzung abweichend regeln. Grundsätzlich stehen das Allgemeinwohl und der Umweltschutz im Vordergrund. Ja.
Richtige Antwort. Glückwunsch. Ja. Damit kommen nochmal 500 Euro oben drauf. Und dann heute 2500 Euro auf dem Konto. Ich muss es immer noch mal dazu sagen, weil wir haben ja auch Leute, die jetzt dann erst zu der Zeit nach Hause kommen. Also wenn Sie sich wundern, warum die beiden heute auf einer Seite sitzen. Wir hatten gestern eine Sendung mit der Paarung Elton und Gunther und Wolfgang und Bernhard. Und dann ist es zu einer spontanen Verabredung gekommen, dass man sich heute gegenüber setzt und in dieser Konstellation gegeneinander antritt. So, es ist ja noch gar nichts entschieden. Eine Frage haben wir noch. Und du wirst nicht glauben, wir nehmen tierisch. Ja? Hätte ich auch gesagt. Ja. Ja. Habt ihr gut überlegt, ja? Ja. Okay. Wow. Ihr seid die letzte Frage hätte unser Publikum auch beantwortet. Ihr seid risikofreudig, ja? Ob Krokodile männlich oder weiblich werden, hängt ab von A, der Temperatur des Eis, B, dem Alter der Eltern oder C, der Tageszeit der Befruchtung. Das habe ich bis hier gehört. Aber wir nicht. Nee? Nee. Dann müsst ihr ein bisschen lauter stellen. See you later, Alligator. Ich weiß es nicht. Hast du, eine Idee? Die Temperatur des Eies. Gut. Was hatten Sie noch mal gesagt? Dem Alter der Eltern. Eltern, weißt du das? Nein. Der Tageszeit der Befruchtung. Was meinst du, Wolfgang? Bist du schon mal irgendwo einem Krokodil begegnet? Ich habe auch noch keins befruchtet. Temperatur des Eiers. Was sagst du, Bernhard? Ne? Was denn? Wüsstest du es? Ich glaube, du wüsstest es auch wieder. In dem Fall, ja. Aber wir sagen nein, um euch zu beruhigen. Nee, wir haben keine Ahnung. Echt nicht. Was war deine erste Eingebung, Wolfgang? A. Also A finde ich aber, ich meine, dort ist generell über 30, generell über 30 Grad, wo die siedeln, die Krokodile. Also das, da kann die Temperatur nicht so eine große Rolle spielen. Und du kannst ja einen Kühlschrank legen. Der macht das ruhig. Ich hab nur. Glaubst du, die meinen es gut mit uns? Nee, ja, das, was haben die gemacht? Ah, soll mal einloggen. Ich hab nur gegähnt. Und du hast auch A gesagt. Ich hab A gesagt. Ich nicht. A ist eingeloggt. Ja. Und. Ja. Hier euer. Wie wissen Sie? Ja, ich hab keine Ahnung. Ja. Also ich. Wir nehmen A. Ja, aber ich weiß nicht, woher Sie es wissen, weil die kennen Sie alle so super mit Linsen aus. Dass Sie sich jetzt auch noch mit Krokodilen auskennen, das wäre ein großer Zufall. Da Krokodile keine Geschlechtschromosomen besitzen, ist das Enzym Aromatase für die Geschlechtsbestimmung verantwortlich. Dieses wandelt das männliche Geschlechtshormon Testosteron in das weibliche Geschlechtshormon Östrogen um. Die Aktivität des Enzyms nimmt mit steigender Temperatur zu. Und so schlüpfen bei Bruttemperaturen bis etwa 30 Grad Weibchen, ab etwa 31 Grad überwiegend Männchen. Die Temperatur des Nestes ist also ausschlaggebend für das Geschlecht. Oh. Ja. Jawohl! Richtige Antwort, dann ist hier wieder 1500 Euro. Ja. So, jetzt kommt es drauf an, denn alle 12 Fragen sind gespielt. Wir schauen auf den Zwischenstand. Bernhard und Elton, ich bin enttäuscht, dass ihr nicht alle Fragen richtig beantwortet habt. Entschuldigung, ich habe alle Fragen richtig beantwortet. Wir haben alle Fragen richtig beantwortet. Es wurde nur nicht so gewertet. Bernhard und Elton haben 2500 Euro erspielt. In unserer heutigen Sonderausgabe und Ihnen gegenüber ist ja ein bisschen das alte Bundesländer, neue Bundesländer, das West-Ost-Duell. Wolfgang Stumpf und Gunther Emmerlich endlich wieder zusammen auf engstem Raume 1500 Euro erspielt. So, aber jetzt kommt es darauf an, denn erst in unserem Finale fällt die Entscheidung. Und hier ist es, das Finale.
Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Literatur. Boah, Literatur so, kann ich aber auch gar nicht. Ja? Ja, so, ihr dürft den beiden, die müsst ihr jetzt natürlich ein bisschen unterstützen, die sind ja nicht so erfahren im Setzen. Ja. Ja, 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 haben wir gemacht. Ja. Aber also, aber nicht. Aber ihr müsst, ja, noch, ihr müsst noch bestätigen. Wenn die das wissen, genau. Ist das ja auch nicht der so. Ha? Okay, jetzt, ja, jetzt. Ja. Literatur spielt euch ja vielleicht ein bisschen in die Hände. Ne? Willst du das echt so verantworten? Ich möchte das so verantworten. Gut. Ja? Oder möchtest du Verantwortung übernehmen? Nein. So, beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt und hier ist die entscheidende Frage aus der Kategorie Literatur. Hier ist die Masterfrage. Wilhelm Vogt, der als Hauptmann von Köpenick berühmt wurde, war eigentlich ein gelernter A. Schlosser, B. Schuhmacher oder C. Bäcker. Ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt gucken, dass Sie hier nicht abgucken. 20 Sekunden laufen. Noch könnt ihr euch umentscheiden, wenn ihr wollt. Letzte Sekunden. Nichts geht mehr. Und geht euch ein bisschen der Stift? Ja, also mir ja. Also Bernhard ist sich relativ sicher. Mir geht ein bisschen. Das ist aber immer bei jeder Masterfrage. Relativ sicher ist jetzt so eine Sache. Das ist offensichtlich nicht abhängig von der Seite. Nee, nee, nee. Mehr von dem Moment. Wir gucken mal, wie viel ihr gesetzt habt. Es wird ja auch euer Publikum interessieren, das jeweils hinter euch sitzt. Bernhard und Elton haben gesetzt von ihren 2.500 Euro 2.499. Wolfgang Sturm von Gunter Emmerlich haben von ihren 1.500 Euro gesetzt. Alles. Alles natürlich. Ich möchte es nur einmal gesagt haben, wenn beide falsch liegen, dürft ihr euch über 1 Euro freuen. Wir sind sehr gespannt, wie wir den dann aufteilen können. Ich schmeiß den, glaube ich, einfach rein. Der Glückliche gewinnt. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt schauen wir, was die beiden Teams für eine Antwort eingeloggt haben. Ja, jetzt werde ich nervös. Bist du nervös? Ja, klar. Na? Bernhard, es gibt immer eine Restwahrscheinlichkeit. Bernhard und Elton haben sich entschieden für Antwort B. Schuhmacher. Und ich glaube, wenn ihr jetzt seht, dass Wolfgang und Gunther was anders eingeloggt haben, dann wird eure Nervosität wahrscheinlich noch größer. Ja. Hat einer von euch beiden mal den Hauptmann von Köpenick gespielt? Nein. Nee. Eine Szene daraus mal. Ja? Die Scheißhaus-Szene. Ja? Einer muss es machen. Einer muss es machen. Sitzt man dabei oder steht man? Nein, nein, da sagt er, wer scheißt denn da so lange? Und da kommt der Hauptmann raus. Okay. Und dann macht er eine Ehrbezeugung. Also, ihr habt nicht lange überlegt und habt euch entschieden für Antwort B. Wundern Sie sich jetzt nicht, wenn Sie Eltens Kopf sehen. Ne? Das bleibt natürlich die Seite von Elton. Ja? Das ist stellvertretend zu sehen. Ja? Es ist eine wahre Geschichte. Ex-Sträfling gerät in die Mühlen der Bürokratie, kauft sich daraufhin eine alte Hauptmannsuniform und besetzt als Hochstapler das Rathaus von Köpenick. Und Wilhelm Vogt war eigentlich gelernter. Hyperventilierst du? War eigentlich gelernter Schuhmacher. Das heißt, ihr wart auch richtig, aber sie liegen uneinholbar vorn. Das bedeutet, ihr gewinnt heute für euer Publikum 4.999 Euro. Ja. Also,
ich kann eines festhalten. Für euch ging es heute um alles, um den Sieg, um die Ehre und natürlich auch darum, dass ihr weiter dabei bleiben dürft. Ja? Ja? Denn sonst hättet ihr eure Glaubwürdigkeit verloren. 4.999 Euro für die 69 Menschen hinter euch heißt für jeden von euch 72,45 Euro. Aber ich muss sagen, größten Respekt, habt euch ehrbar geschlagen. Danke, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. War eine große Freude. Wolfgang Stumpf und Gunter Emmerlich, toll gemacht, oder? Ich sage danke fürs Zuschauen. Hier ist immer etwas geboten. Manchmal ist irgendwas auch anders. Morgen sehen wir uns wieder. Und dann ist alles wieder beim Alten. Dann sitzt wieder da der Bernhard und da der Elton mit neuen Gästen. Tschüss, schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch hier im Ersten.